Der Arbeitsmarktforscher Günther Schmid hat jüngst darauf hingewiesen, dass junge Menschen zunehmend auf Arbeit aus sind, die ihnen Anerkennung verschafft. Personalchefs von großen Unternehmen bemerken, dass eine wirksame Unternehmensethik, die sich an den allgemeinen Menschenrechten orientiert, einen Vorteil darstellt, um intelligente Mitarbeiter zu gewinnen. Es dient ihrer positiven Selbsteinschätzung als moralische Subjekte wie ihrer gesellschaftlichen Anerkennung, wenn sie in einem Unternehmen arbeiten, das einen guten Ruf genießt. In Erlangen hat sich da einiges geändert für eine gewisse Zeit, wird aber wahrscheinlich wieder besser. Anerkennung hat hier die Bedeutung, dass Selbstwertgefühl steigt, wenn man von anderen, wenn man aus der Gesellschaft Anerkennung erfährt. Früher galt das bereits, wenn man jenseits individueller Verdienste zu einem ehrenhaften Stand im Handwerk, im Adel und der Geistlichkeit gehörte. Heute haben diese Standeszugehörigkeiten ihre Bedeutung weitgehend verloren. Selbst Professoren, die in den Sozialstatistiken in Sachen Prestige noch relativ hoch angesiedelt sind, ob das zu Recht ist, lasse ich mal dahingestellt sein, treffen nicht mehr automatisch auf Wertschätzung bei ihren Mitbürgern. Auch Professoren sind Professorinnen sind also zum Teil durchschaut worden. Das ist ganz gut. Übrig geblieben ist aus der Standesanerkennung immerhin, dass man eben in einem ordentlichen Unternehmen oder in einer geachteten Universität arbeiten möchte, deren Reputation auf die eigene Person abstrahlt. Anerkennung gewinnt man in der Arbeitswelt aber auch und gerade von den eigenen Kolleginnen und Kollegen. Es sei denn, die Arbeitsorganisation führt nach dem Wettbewerbsprinzip um einer marktzentrierten Leistungssteigerung willen dazu, dass Gruppe gegen Gruppe und in der Gruppe jeder gegen jeden in Konkurrenz steht. Dann mag noch der Beitrag zum jeweiligen Arbeitsergebnis anerkannt werden, aber nicht mehr die Person als ganzer Mensch. Dazu müsste die Arbeitsleistung in eine grundlegende Solidarität eingebettet sein, die zur Anerkennung des ganzen Menschen führt, nicht nur seines Beitrags für den eigenen oder den Gruppenvorteil. Viele Menschen beklagen den Verlust dieser grundlegenden Solidarität, die sie für die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit und ganz einfach für den Schutz, wenn es ihnen schlecht geht, brauchen. Dadurch auch für ihre Sicherheit. In der Industrieproduktion gibt es zwei Modelle, Teamarbeit auszugestalten. Entweder man wählt das japanische Modell, das ganz auf die Ausnutzung des Leistungsvorteils der Gruppe abzielt und dabei die in die Gruppenarbeit eingebaute Konkurrenz der Teammitglieder untereinander ausnutzt. Das ist das eine. Oder man folgt dem skandinavischen Modell, das mit der Teamarbeit auch die Solidarität unter den Kolleginnen und Kollegen stärken will und sich davon eine höhere Motivation und Zufriedenheit erhofft. Man kann die Arbeit also auch so gestalten, dass sie Solidarität stärkt. Es gibt nicht eine absolute Sachzwanglogik. Anerkennung in Solidarität schafft dann auch Sicherheit. Auf sie sind wir in immer unsicheren Zeiten dringend angewiesen. Deshalb müssen wir die Verabsolutierung des Wettbewerbsprinzips, die unsere ganze Gesellschaft nicht nur, aber insbesondere von der Arbeitswelt her entsolidarisiert, zugunsten der Anerkennung von persönlichen Leistungen überwinden. Das gilt übrigens auch für die Bildung, in der Kinder und Jugendliche für ihre je individuelle Leistung gewürdigt werden müssen, um dadurch ermutigt, weitere Anstrengungen unternehmen zu können. In Berlin erwartet man zum 1. Mai erhebliche Probleme. Das ist ja immer ein Problem. Man erwartet, dass der Gewaltpegel erheblich steigt. Und der Gewaltforscher Wilhelm Heidmeier in Münster hat das auch in seinen Untersuchungen festgestellt. Diese Steigerung von Gewaltpotenzial kommt nach seinen Untersuchungen aus einer immer mehr gesteigerten Unsicherheit, die sich ganz diffus überall verbreitet und die dann sich in Wut und in Aggressivität äußert. Überhaupt nicht in gezielter politischer, sondern Wut und Aggressivität.
Das Bedürfnis nach Anerkennung zeigt, dass wir nicht als selbstgenügsame Individuen isoliert leben können, sondern auf die anderen angewiesen sind, deren Anerkennung wir erhoffen. Jedes Lob erfreut und stärkt uns, jeder abschätzige Blick kränkt. Wir brauchen die anderen. Und eine Arbeit, die solche Anerkennung verschafft, bringt die Menschen einander näher, stärkt den Zusammenhalt. Eine Gesellschaft ohne gegenseitige Anerkennung, eine Erwerbsarbeit ohne die Anerkennung eines gerechten Lohnes, von dem wir leben können, zerfällt. Arbeit, die jedenfalls in der Moderne immer arbeitsteilig verfährt, darf die Menschen in einer freiheitlichen Bürgergesellschaft nicht nur über die Befriedigung ihrer praktischen oder materiellen Bedürfnisse zusammenführen. Der Philosoph Hegel hat die bürgerliche Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Grunde ganz negativ als das sogenannte System der Bedürfnisse bestimmt. Wir brauchen einander um der Befriedigung unserer letztlich egoistischen Bedürfnisse willen. Ein solcher Zusammenhalt reicht aber nicht aus. Bedarf denn auch bei Hegel eines autoritären, starken preußischen Staates, der die Gesellschaft von oben zusammenhält? In einer Bürgergesellschaft wollen wir heute eine solche starke Obrigkeit nicht mehr. Wir wollen freiwillig und eigenständig zusammenarbeiten und zusammenhalten. Dazu ist die solidarische Anerkennung in der Arbeit von ihr und durch sie eine entscheidende Voraussetzung, eben Freiheit oder Unterwerfung unter eine entsolidarisierende, verabsolutierte, allgegenwärtige Konkurrenz. Freiheit oder Depression. Unser Bedürfnis nach Anerkennung zeigt, dass wir auf die anderen angewiesen sind. Aber das birgt auch Gefahren, denn wenn wir uns abhängig davon machen, was andere von uns denken oder über uns sagen, dann haben wir keinen eigenen inneren Maßstab, nach dem wir uns richten und gegebenenfalls auch eine falsche Einschätzung von anderen abweisen können. Dann werden wir zu einem schwachen Rohr im Winde. Im Grunde ist dann auch unsere Anerkennung anderer nicht viel wert, weil wir kein wirklich eigenständiges Urteil fällen. Wir brauchen also zugleich unseren eigenen inneren Kompass. Wie bekommen wir den? Faktisch durch unsere Erziehung, vielleicht auch durch einen religiösen Glauben, aber zum Teil auch durch unsere eigene Arbeit. Indem wir sie leisten und je selbstbestimmter, desto mehr, bestätigen wir uns selbst unsere eigenen Fähigkeiten, bringen wir zum Ausdruck, was in uns ist, können wir unsere eigene Macht, unser Leistungsvermögen anschauen und erfahren. Das befriedigt uns gerade auch im Gebrauch unserer eigenen Freiheit. Das verschafft uns Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und ein Selbstwertgefühl, das uns wiederum erlaubt, auf andere zuzugehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. So bietet die in der Arbeit gewonnene Selbstanerkennung nicht nur die Grundlage für ein im Selbstvertrauen verankertes selbstständiges Urteil, sie begünstigt über das Selbstvertrauen auch den Zusammenhalt der Gesellschaft, weil Bürger offen und vertrauensvoll aufeinander zugehen, miteinander politisch zu kooperieren vermögen. Umgekehrt, wer Selbstanerkennung nicht erleben kann, wer hoffnungslos in der Arbeitslosigkeit steckt, fühlt sich unwert und ausgegrenzt. Das sind in Deutschland, Europa und global viel zu viele. Auch deshalb müssen wir das Erzübel der Arbeitslosigkeit überwinden.